Welcome to Mini. Herzlich willkommen auf dem Messestand von Mini auf der IAA 2019 und wir machen jetzt einen Standrundgang. Mein erstes Highlight wäre zum Beispiel dieses in Starlight Blue Metallic lackierte Mini Cooper S Cabriolet. Innerhalb von 7,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h, maximal 230 km/h schnell und bis zu einer Geschwindigkeit von 30 km/h kann man das Dach elektrisch öffnen und auch wieder schließen. Ein weiteres Schmuckstück wäre da natürlich der in British Racing grün lackierte Mini Cooper S. Der hat übrigens auch die neuen 17 Zöller verbaut. Und apropos Felgen, da habe ich jetzt mal was ganz Besonderes für euch. Mini achtet nämlich immer auf dem Messestand darauf, dass der Mini-Schriftzug natürlich auch gerade ist in der Felge und ihr könnt das demnächst auch. Durch die neuen schwimmen gelagerten Radnabenabdeckungen bleibt der Mini-Schriftzug auch während der Fahrt gerade. Der Mini Countryman Plug-in Hybrid All 4 hat die Kraft der zwei Herzen. Von 0 auf 100 km/h geht es in 6,8 Sekunden. Die rein elektrische Reichweite liegt bei 57 km und 125 km/h ist man rein elektrisch schnell. Vom Plug-in Hybrid kommen wir jetzt zum rein elektrisch angetriebenen Mini. Unter der Haube steckt ein 135 kW starker Elektromotor. Wir haben 270 Newtonmeter und eine Reichweite von 247 bis 270 km. Dieses rein elektrisch angetriebene Fahrzeug ist bis zu 150 km/h schnell. Auf dem Messestand von Mini kann man natürlich auch den Mini Clubman finden und hier nicht nur mit der Modellpflege, nein, sondern auch mit der neuen Farbe Enigmatic Black, eine Effektlackierung, die je nach Lichteinfall zwischen Schwarz und Blau schimmert. Ich freue mich natürlich auch besonders darüber, dass Mini endlich wieder auch eine Bulldogge im Sortiment hat. Das hier, das ist der kleine Cooper und den würde ich am allerliebsten sofort mitnehmen. Auf dem Stand von Mini erwarten euch nicht nur attraktive Fahrzeuge, nein, auch ein super gelauntes Team, das euch mit Rat und Tat zur Seite steht und eure Fragen beantworten kann. Und ganz nebenbei gibt's hier oben auch noch ein Ur-Mini zu entdecken. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Highlight hier auf dem Stand von Mini. Und das ist er, das ist der neue Mini John Cooper Works Clubman All 4. Unter der Motorhaube, da versteckt sie eine Leistung von 225 kW. Das heißt, hier schlummern genau 306 Pferdestärken. Dieses Fahrzeug beschleunigt innerhalb von 4,9 Sekunden auf Tempo 100 und ist maximal 250 km/h schnell. Und ich kann es kaum erwarten, ihn endlich zu fahren. Doch vorher schauen wir uns die Modellaufwertung einmal im Detail an. Wir haben hier die neuen Scheinwerfer verbaut. Und an der Front sehen wir den neuen Kühlergrill in Wabenoptik. Schon gesehen, auch der Mini John Cooper Works Clubman hat die neuen Außenspiegel. Die neuen Union Jack Design Rückleuchten finde ich richtig attraktiv. Die beiden Endrohre der Duplex-Auspuffanlage sind nun um 10 mm größer und haben einen Durchmesser von 95 mm. Ihr merkt schon, so ein Messestandbesuch hier auf dem Stand von Mini auf der IAA 2019, der lohnt sich gleich doppelt und dreifach. Doch was ist noch schöner, als sich ein Fahrzeug statisch anzuschauen? Richtig, es zu fahren. Deswegen schnappe ich mir jetzt einfach mal dieses Fahrzeug und fahre zum Bilster Berg. Und was wir da erleben, das seht ihr im nächsten Video.